Damit ein archäologisches Hallo zurück zu Pathway. Wir sind in Jerusalem, Palästina stehen geblieben. Wir haben das leider ein bisschen verkackt. Und deswegen werden wir jetzt einfach die mitnehmen. Die haben wir neu freigeschalten, die Brunhilde, Königin der Valkyren, isländische Jahrmarkts-Ringkämpferin, robuste Nahkämpferin, schwere Rüstung. Okay, das ist ganz cool. Weil der ja auch schießen ist. Okay, dann nehmen wir die einfach mal mit und ihn. Hurra, ich liebe Abenteuer. Auf zum Zorn des Herrn. Reparaturkit. Sie hat auch ein Reparaturkit, aber ein schlechtes Messer. Ich hoffe, das wird einfach alles mal so ein bisschen so passen. Dann lass uns... Weil wir bräuchten eigentlich noch was davon. Wie viel Geld haben wir denn? 1000? Nee. Das machen wir so nicht mit. Also fortfahren, ja. Ja, genau. Your vantage point on the hill provides an excellent view of the heights and valleys of Palestine. A large cloud of dust on the dirt track below marks out a large German convoy. Genau, die Deutschen sind wieder da. Nam, nam, na, 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 na. Okay. Aufholen, los geht es! Dies ist kein Kampf, dies ist keine Archäologie mehr. Dies hier ist ein Kampf gegen die Mächte des Bösen. Sollte der Heilige Gral ihnen in die Hände fallen. Okay. Wir sind nach unten gegangen, da haben wir nicht so viel tolle Sachen erlebt, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt nach oben. Also wir sind östlich unten, ja. Okay, seltsame kreisrunde Steinformationen im Wüstensand erregt eure Aufmerksamkeit. Ihr untersucht die Stelle näher und legt bald eine Reihe von fremdartigen Objekten frei, die kreisförmig im Sand verborgen lagen. Untersuchen wir. Das seltsame Objekt besteht aus einem obsidianartigen Material. Seine Oberfläche wirkt wie geschmolzener und wiedererstarrter Stein. Ungeachtet aller Bemühungen fördert ihr keine weiteren Erkenntnisse zutage und bricht daher bald wieder auf. Ja, dann lass einfach weiterfahren. Als ihr um die Felszacken biegt, erschreckt ihr einen Wandfalken auf. Der vergessene Steinalter gerottert mit deinen kraftvollen Flügelschlägen, steigt der majestätische Vogel auf und erfüllt den Himmel über euch mit seinen kehligen Warnschrei. Oh, angelaufene Silbermaske, episch. Sehr schön. Da gibt es wahrscheinlich eine Stadt und sowas, genauso wie hier. Aber das sieht auch interessant aus. Oha, oha. Als ihr um die Kurve biegt, stoßt ihr auf eine Abteilung der Wehrmacht, die hier ein Lager aufgeschlagen hat. Ihr werdet sofort entdeckt. Laute Befehle hallen wieder. Soldaten ergreifen hektisch ihre Waffen. Ihr nutzt die wenigen Augenblicke, die euch bleiben, um schnell in Deckung zu gehen. Momente später entwickelt sich ein verbissenes Gefecht. Muskelberg, diese Wahlen und sein Charakterperk. Sie kann so positivweise nicht einen Perk erholen. Okay, dann gehen wir einfach mal da. Mit einem wilden Kampfschrei stürzt sich Omari ins Getümmel. Nach links und rechts teilte Hiebe und Schläge aus. Augenblicklich später liegt eine Handvoll deutscher Soldaten bewusstlos am Boden. Verschanzen sich und gehen zum Angriff über. Okay, das hat anscheinend. Hatten wir da jetzt Glück und konnten ein oder zwei Gegner früher loswerden. Okay, wir haben dort 1, 2, 3, 4. 4 Soldaten. Wenn wir jetzt alle hier hingehen und den angreifen. Oh nein, jetzt oh, bin ich behindert. Ach egal, der wäre eh hergekommen. Okay, dann. Was kannst du gut? Du kannst nur messern. Kinnhaken, ein mächtiger Fausthieb, der deinen Gegner zwei Felder in Schlagrichtung stößt, kann zusätzlichen Schaden verursachen, wenn der Gegner gegen Mauern, Fässer oder andere Einheiten prallt. Gehen wir mal mit Omar hierhin. Schießen ihm ins Gesicht. Mit dir gehen wir jetzt dahin und jetzt will ich mal gucken.
Was ist das für ein... Hä? Als ob der dem jetzt Schaden gemacht hat. Gut, dann auf... Den haben wir los, okay. Sehr gut. Können auch nichts anderes machen, dann müssen wir weitergehen. Aber einen Gegner haben wir schon in der ersten Runde. Und... Aua. So, wir haben anscheinend auch Schaden bekommen. Das ist überhaupt nicht gut. Aber sie hat nur Rüstung verloren. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Müssen wir jetzt aber unbedingt auf Heilung gehen. Die kann halt nichts anderes. Sie hat nur Messer. Müssen wir mit Miguel hier vor? Oh nee, aber da. Das, oh Mami. Verstecke ich mich da hinter den Fässern. Überwacht ein Areal, dessen Aufrichtung zuvor bestimmt kann. Jeder Gegner, der eine Bewegung ausführen will, erhält einen Warnschuss, der diesen unterbindet. Warnschüsse verursachen keinen Schaden. Schnellfeuergabe. Eine Schnellfeuergabe. Granate will ich noch nicht werfen. Okay, das war sehr gut. Gehen wir einfach mal hier rüber. Verstecken uns hinter dem Teil und versuchen den von hier jetzt kaputt zu schießen. Ach, weil Oma... Ich müsste mit ihr eigentlich ganz nach vorne, also muss sie dahin jetzt. Zug beenden. Den haben wir leider nicht wegbekommen. Ist irgendwie schade. Aber besser als dass der jetzt Schaden bekommt. Okay, sehr gut. Gemisst. Ausgezeichnet. Dann kannst du davor... Ich glaube, es schafft sie. Ich liebe das Geräusch brechender Knochen. Okay. Versuchen wir den zu treffen, das schaffen wir auch. Miguel kommt dann bitte hier vor. Und greift ihn an. Sehr gut. Und Omar füllt bitte seine Waffe nach. Die haben schon alle was gemacht. Ja, haben die. Okay. Nur noch ein Gegner ist übrig, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, das ist wieder so ein Halbtank. Okay, der hat nicht getroffen. Sehr gut. So, du willst erstmal hier runter. Dann machst du bitte noch gar nichts. Warte. Miguel kann... Kann sich hier hinstellen. Schieß jetzt bitte einmal den an. Du stellst dich hier hin und schießt ihm jetzt bitte volle Kanne ins Gesicht. Ausgezeichnet. Niemand stellt sich Prinz Omar in den Weg. Zurück zur Karte, das lief doch ausgezeichnet. Wir haben keine schweren Verwundungen und alles ist super. Oh ja, erstmal looten. Schlüpfriges Foto. Die Magda wieder, die hat auch mit jedem was. Kupferknopf, okay. Alte Zahnbürste, $5. Und eine alte Charleston Smoothball. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Fertig. Können wir... Okay, Omar hat ein Level up. Hechtsprung oder Knieschuss? Ich würde eigentlich auf den Knieschuss gehen, weil der immer ganz geil war. Alte Sprache. Und Muskelwerk. Oha. Okay, du, Brunhilde, hat Muskelberg und Draufgänger. Antifaschist. Sehr gut, Alter. 20% Damage gegen die Deutschen. So ist das gut! Und Einschüchterung. Gucken wir jetzt einfach mal, was er nochmal für eine Waffe hatte. 31, 39. Ich müsste der das eigentlich auch geben. Muss ich leider so machen. Die kann keine... Okay. Schade irgendwie.
Wann sonst? Ja doch, Omaru müsste jetzt eigentlich 30. Kann ich das so machen? Anwenden auf Omar. Okay, da ist wieder vollgehalten. Das ist wunderbar. Dann lass uns weitergehen und dann würde ich einfach die Linksroute nehmen. Stufen eines alten Steintempels, auf den ihr in die Felsen gestoßen seid, führen immer tiefer zu euch runter hinunter. Eure Unterschiedreise endet schließlich staubigen ohne ein Gewölbe, dessen ihr auf den Altar in der Mitte blickt. Okay, einfach nur zwei Loot. Antike Vorräte, verschiedenste Vorräte, wird für die erste Hilfe Reparatur, okay. Wir haben vier, das gibt uns zwei Stück, okay, sehr gut. Natron getränktes Leinenfetzen. Okay. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Ich würde sagen nach links, das sieht sehr viel interessanter aus. Oh nein. Von den Bewohnern des weitläufigen Bauernhofs könnt ihr nicht die geringste Spur entdecken. Stattdessen erblickt ihr Einheiten der Wehrmacht, die hier Quartier bezogen hat. Wollt ihr einen Überfall wagen? Na, weiterreisen. Also die verdienen einen auf die Fresse, aber nicht so. Reise 50 Orte, Belohnung, 3 Benzin. Nice. Als ihr einen der Dorfbewohner nach dem Weg fragen wollt, hört ihr plötzlich, wie eine vertraute Stimme nach euch ruft. Pereira, hey, wollt ihr mich, holt mich hier raus. Ihr blickt euch suchend um und entdeckt Pereira, den verzweifelt am Gitterfenster seiner Gefängniszelle rüttelt. Pereira, was ist passiert? Kann ich nicht sagen. Gerade eben trinke ich noch einen über den Durst und dann wache ich plötzlich hier auf. Er hat sich bis zur Besinnung betrunken und dann angefangen, unser Gasthaus zu zerlegen. Gemüter besänftigen. Na, ruhig, Brudi. Wie wär's mit einer unbürokratischen Lösung? Könnten wenigstens einen Teil der Kosten übernehmen. Das wird aber nicht billig. Seid ihr verlangt es? Oh nee. Wie viel? Ach, das ist der. Erneuern. Piranha könnt ihr euch immer verlassen. Haben wir jetzt... Wir haben 4 Leute! Wie geil! Ja, Leute, passt doch alle perfekt. Die Dorfbewohner empfangen euch als seltene Attraktion und willkommene Abwechslung. Stolz führen sie euch zum Dorfvorsteher, dem der einzige Laden der Siedlung gehört. Handeln. Was habt ihr? Alon Feder, ich... Munitionskiste, Vorräte wären eigentlich... Doch, die Vorräte, die werden wir sehr oft gebrauchen. Da sehe ich schon. Steiner Stielgranate wieder. Vorräte Benzin. Okay, das war's. Abbrechen. So. Weiter geht's. Unbekannter Ort, da will ich auch noch mal kurz vorbeigucken. Wir haben ja gerade ein bisschen Benzin gekauft. Eine erfahrene Heilerin hat ihre Zelte aufgeschlagen. Leider kann ich euch meine Ware nicht umsonst überlassen. Wenn das jetzt nur für Vorräte war? Egal, aber da wird's wieder richtig kämpferisch. Also wir haben uns hier schon ne? Als ihr über den Dünenkamm biegt, fangen 2 Dinge eure Aufmerksamkeit. Die fremdartigen Kristalle, die die Oase vor euch umgeben, und die Abteilung deutscher Soldaten, die in ihrem Schatten lagert. Die Soldaten springen schreiend auf, als sie euch erblicken. Rasch werft ihr euch in den Sand und erwidert ihr Feuer. Oh ja, aber jetzt haben wir Pereira da, der keine Ahnung wieder hierher gekommen ist. Der alle. So, aber wo sind erstmal die Deutschen? Coole Kristalle. Oh nein, wieder die Hunde. Ey, das ist immer ganz stressig. Okay, wir haben 1, 2, 3. Das ist ja eigentlich easy. Das sind nur 4. Das sind eigentlich nur 2 Gegner. Hunde sind immer meistens One-Hit. Pera, du kommst auch hier vor. Du bleibst da und du gehst hier hin. Aber sehr gut, dass wir den 4. Kameraden gefunden haben. Die werden jetzt auch näher kommen. Das ist eigentlich ganz gut. Ich überlege auch, ob wir die nicht einfach herlocken wollen. Okay, wisst ihr was? Wir machen den hier. Stellen uns jetzt alle dahin. Und kannst du niederkommen? Oh ja,
Sehr gut. Und dann beenden wir das eigentlich schon. Einfach damit wir jetzt alle auf einmal da reinrennen können. So. Du wirst hier hingehen und den Hund erstmal angreifen. Erstmal mit Omar. Hierhin. Knieschuss. Nee, greif mir erstmal so an. Ich fühle mich großartig. Das freut mich sehr. Sehr schön. Stellen wir den mal dahin und jetzt Streuschuss. Oh nein, jetzt kann. Nein, der arme Hund. Aber egal. Ist auch ein Nazi. Jetzt hab ich den! Oh! Niemand kann hier noch was machen, ne? Natürlich nicht. Jetzt ist er hier, hat hier vier Leute, die er alle anschießen kann. Okay, nur zwei zum Glück. Der Hund ist wieder da. Würde ich jetzt einfach mit dir hierher gehen. Und wissen wollen, ob du. Nee, du triffst den nicht. Nee, dann einfach nur einen normalen Nahkampfangriff. Brunhilda läuft hier hin. Kannst du einen Kinnhaken gegen den machen? Miguel. Okay, wir verprügeln den Hund. Nee, das wird nicht reichen. Jetzt muss ich dem. Es tut mir jetzt irgendwie schon ein bisschen leid. Aber das sind eh Zombie-Nazis, müsst ihr wissen. Genau, das waren keine echten Hunde, das waren untote Hunde. Der greift auch nicht an, das ist sehr schön. So, Omar müsste eigentlich nachladen. Dann. Reparatur. Ne, Rüstung, so viel braucht man nicht. Gehen kannst du. Geh mal dahin und lad nach. So, du kannst hierhin, das ist sehr gut. Machen Nahkampfschaden. Und mit Miguel laufen wir hier rüber. Macht einen Fernkampfangriff. Boom. Und wir haben gewonnen. Wunderbar. Alle Waffen noch neu laden. Und weiter geht's. Es läuft wunderbar, muss ich sagen. Aber. Oh. Oh. Große Munitionskiste. Das freut mich sehr. 3,15 haben wir da. Ne, 25 sogar. Krass. Schnupftabakdose. Eine Prise Aprisinasenputzer und die Lebensgeister kehren zurück. Und alte Hastings Service Pistole. Sehr nices Ding. Okay, aber ich würde sagen, nach dem wunderbaren Kampf brauchen wir erstmal eine kurze Verschnaufpause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und im nächsten Part werden wir dann an diesen unbekannten Ort kehren. Das verspreche ich euch. Dann sage ich mal, bis dann. Und ciao.